Meine Hände haben 10 Finger. Wie viele Finger haben denn dann 10 Hände? 100. So, Katharina, eine Frage noch, bevor ich dich in Ruhe lasse. Kannst du mir sagen, wie intelligent du bist? Ich bin ein sehr nicht intelligenter Mensch. Okay. Aber du machst doch was mit Bankkaufmann und mit sowas, ja, halt, weißt du? Eingeschafft. Also ich bin jetzt wirklich nicht wirklich intelligent, aber es gibt ja, excuse me, wir haben 2022, es gibt Taschenrechner. Ja, gut, aber ich rede ja vom Kopfrechnen. Ja, also ich bin angetrunken, da kann ich einmal eins ist zwei. Okay, komm, ist eine ganz einfache Aufgabe, pass auf. Meine Hände haben 10 Finger. Wie viele Finger haben denn dann 10 Hände? 100. Bei dir nehme ich keinen Kredit auf, sage ich dir ganz ehrlich. Hä, warte mal, 10? Okay, warte mal, ich habe 10. Warte mal, nochmal, ich habe 10 Finger. Wie viel ist 30 geteilt durch 1,5 plus 10? Nein. Oh, Abbruch. Nein, geteilt, da bin ich raus. Ich bin angetrunken, ja. Okay, dann frage ich eine andere Frage. Welche Vögel legen keine Eier? Boah, die kenne ich, die Frage. Ja, die kennst du. Und trotzdem wird sie falsch beantwortet, bin mir sicher. Okay. Welche Vögel legen keine Eier? Ja. Doch. Das Vögel, die keine Eier legen. Hä? Ja, welche Vögel denn? Ja, halt Vögel, die keine Eier legen. Ja, das ist falsche Antwort. Enten legen Eier. Ja, Enten legen Eier, das ist richtig. Vögel legen auch Eier. Ja, aber es gibt auch Vögel, die keine Eier legen. Jetzt beantworten. Katharina, die kriegst du hundertprozentig hin, pass auf. Katharina, hast du einen Führerschein? Ja. Okay, pass auf. Stell dir vor, du sitzt... Nein. In einem Auto und du bist richtig am Verdursten. Okay? Ja. Wenn du bald nichts zu trinken bekommst, wirst du elendig verrecken. So. Okay. Du fährst jetzt mit diesem Auto durch die Wüste. Und auf einmal tauchen in der Wüste 3 verschiedene Türen auf. Hinter der ersten Türe gibt es unendlich viel Essen. Hinter der zweiten Türe unendlich viel Trinken. Und hinter der dritten Türe gibt es Essen und Trinken, aber nicht unendlich so viel. Jetzt ist meine Frage, Katharina. Du darfst alle Türen aufmachen. Ja. Mich interessiert nur, welche Türe du als erstes aufmachst. Ich würde mit dem Auto auf die Wüste fahren und mir was zum Trinken kaufen gehen. Hey Leute, kurze Werbeunterbrechung. Es geht natürlich um Holi. Aktuell gibt es ja die Black Week. Deswegen sichert euch schnell exklusive Angebote. Erster Link in der Beschreibung. Was rechnet man denn dann? Ja, 10 mal 10. Warum denn 10 mal 10? Ich habe 10 Finger und 10 Hände. Also, meine Hände haben 10 Finger. Frage, wie viele Finger wie viele Hände haben. Ja, meine Hände haben 10 Finger. Wie viele Finger haben denn dann 10 Hände? Eine Hand hat wie viele Finger? Irgendwie so ein Trick oder so. Nee, ist kein Trick. Eine Hand hat wie viele Finger? 5. 5, ja. Und wie viele Finger, wie viele Hände brauchen wir? 2. 2? 2 Hände. Nee. Also, meine Hände haben 10 Finger. So, wie viele Finger haben denn dann 10 Hände? Ich habe 10 Hände, okay? Also 10 weitere Personen. Ja, sie haben 10 Hände. Ich habe 10 Personen neben mir stehen, muss ich mir jetzt vorstellen. Warum denn 10? Weil es... Jede Person hat 2 Hände. Ach, da habe ich 5 Personen. Ja. Ja, 50, Katharina. Was war denn da los? Jetzt mal ehrlich. Ich breche komplett zusammen. Oh, was ist da los? Hallo, Katharina? Die Matrix hat sich... Ich sehe dein Bild nicht mehr. Vögel legen auch Eier.
Ja, aber es gibt auch Vögel, die keine Eier legen. Nur welche Vögel legen Warte, keine Eier? Papagei. Nee, die legen auch Eier. Papagei! Warte. Ich warte, kein Problem. Pelikan legen auch Eier. Ja, hä? Katharina. Ich dachte, das ist für Papagei. Katharina, wir haben 300 Zuschauer, ja. Du musst dich ja zusammenreißen, sonst wird es uns unangenehm. Okay, komm. Pass auf, Katharina. Alle Vögel legen Eier, außer, ganz, ganz einfache Geschichte, die männlichen Vögel, die nicht. Ich habe ja die Antwort. Nein, wir sind immer noch in der Wüste. Du fährst auch nicht aus der Wüste raus. Katharina. Ich habe gedacht, sie weiß wirklich die Antwort, Chat. Also, die erste Türe gibt es unendlich viel Essen, die zweite Türe unendlich viel Trinken und in der dritten Türe gibt es Essen und Trinken, aber nicht unendlich so viel. Du darfst alle Türen aufmachen, aber welche Türe machst du zuerst auf? Katharina, jetzt! Dann würde ich erstmal in die Tür gehen, wo es nicht unendlich viel gibt, würde da erstmal es voll fressen so, und ertrinken. Ja. Doch, ergibt das Sinn? Bin ich richtig? Nö. Okay, wir helfen der Katharina jetzt mal. Katharina, weißt du, welche Türe ich zuerst geöffnet hätte? Ach, die Autotür. Ja, die Autotüre! Katharina, ich raste komplett aus, wirklich. Ich raste komplett aus, ehrlich. Ich kann nicht.